Wie mathefit sind Sie denn? Oh, gar nicht gut. Boah! Ich hab was für Sie. Kommen Sie mal her. Doch, ich kann auch nicht logisch denken. Ich bin auch nicht gut, muss ich ehrlich zugeben. Sie müssen ein Streichholz umlegen, damit die Gleichung stimmt. Welches Streichholz ist es? Ja, pfui Teufel. Also ich hätte es jetzt so gemacht, dass es hier 2x4 ist, aber dann ist ja kein Gleichheitszeichen mehr da. Das ist falsch. Hast du jetzt auch eine Idee? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Idee. Ist übrigens Grundschulniveau. Nee, gerade fällt es mir nicht ein. Wie heißt die zweite binomische Formel? Oh, ich habe keine Ahnung. Fragen Sie mich nicht nach der, aber ich habe schon gehört. Das war in meiner Zeit, war das nicht mehr. Noch nicht. Ach, die gab es da noch gar nicht? Gab es noch nicht, die binomischen Formeln. Da tut man doch Gleichungen vereinfachen. Ist denn jemand gut in Mathe? A² minus B² gleich A² plus minus 2ab plus B². Da komme ich nicht dahinter, sage ich Ihnen gleich. Lena bekommt jede Woche 4 € Taschengeld. Sie hat 6 Wochen gespart. Nun will sie sich ein Einrad für 52 € kaufen. Reicht das Geld, wenn die Eltern die Hälfte davon bezahlen? Oh. Wir haben hier auch einen Taschenrechner. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt echt mit dem Taschenrechner. 6x4 ist 24. Ich weiß, das ist peinlich jetzt, ne? Minus, nee. Kann auch nicht sein. 3 mal, Klammer auf, 2 + 1, Klammer zu. Wie viel gibt es? 6. 7. Und dann kommt 3 raus. Das ist falsch. 9. Was hatten Sie für Noten in Mathe? 5. Und doch ist was hängen geblieben. Irgendwas ist hängen geblieben. Ich will es doch daher, dann passt es doch. Ja. Halleluja. Mensch. Ich kann sagen, wenn es bei den Stuttgartern um Mathe geht, dann wollen die am liebsten gleich weglaufen. Sind sie aber mittendrin, waren sie gar nicht so schlecht. Und ich hoffe aber, dass unsere Abiturienten das heute noch besser gemacht haben.